Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wetter und dem dazugehörigen Video hier am Strand von Maspalomas heute am 22. Mai 2023. Es ist 9 Uhr und 15 Minuten. Wir haben 21 Grad. Wir haben keinen Wind. Wir haben aber auch im Moment keine Sonne. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Schaut hier, blauer Himmel. Genau bis hier. So, ich drehe mich jetzt ein bisschen. Auch da vorne sieht man den Himmel, aber hier ist eine dicke Wolke über uns. Aber die wird sich auch bald verziehen. Keine Frage, es ist wieder viel heller Sand mit angekommen, dazugekommen hier. Wir haben jetzt fast Niedrigwasser. Um 9.35 Uhr ist der tiefste Stand erreicht. Also noch im Moment ablaufendes Wasser. Ein paar Minuten und um 15.46 Uhr, da ist dann wieder das nächste Hochwasser. Ja, es ist wieder Sand zurückgekommen. Man sieht es auch ganz deutlich hier an den Steinen. Die sind teilweise hier mit dem Sand bedeckt, obwohl sie sonst normal immer frei sind, komplett frei. Ja, das Besondere heute dann wieder an der Punta, dass man ganz weit nach außen gehen kann. Das ist nämlich dann genau treffend zum Niedrigwasser. Höchstwerte werden heute um die 26 Grad erwartet. Tiefstwerte nachts 18 Grad. Sonnenaufgang war um 7 Uhr 8 Minuten und der Sonnenuntergang um 20 Uhr 48. So, damit haben wir die Wetterdaten komplett. Ja, die Frage kam schon wieder. Donnerstag werde ich beim Lucky sein. Und am Freitag wieder 16 Uhr, Freitag 16 Uhr am Faro, am Leuchtturm. Und an beiden Tagen hat man eben die Möglichkeit, sich kennenzulernen, ein bisschen zu unterhalten. Und beim Lucky und Tine am Donnerstag 20 Uhr dann auch ein bisschen gemütlich zusammensitzen. So, der Blick gleich in die Berge. Alles schön klar zu sehen. Ja, viel heller Sand, ihr seht es hier. Viel heller Sand dazugekommen, das heißt, dass es auch ganz ruhig war in der Nacht, die letzte Flut. Ja, an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Teilen der Videos, fürs Abonnieren, für den Daumen nach oben und für die Kommentare und die Beantwortung der. Ja, da kam die Frage auch auf mit den, fällt mir gerade ein, blauen Linien. Die existieren schon seit über 2 Jahren nicht mehr. Und wenn die Straße neu lackiert oder asphaltiert wird, dann kommen natürlich auch neue Markierungen in Weiß. Und die blaue Linie, nein, die ist schon seit Jahren nicht mehr aktuell. Das ist diese Parklinie, an der man dann kostenpflichtig parken durfte, das hat man schon vor längerer Zeit eingestellt. Also wo sie noch zu sehen sind, diese blauen Linien, haben keinerlei Bedeutung. So, und ich glaube, da in der Richtung, da könnte es auch regnen. Das sieht so aus.
So, und für mich geht es jetzt erstmal hier in diese Richtung, etwas schneller. Dann bin ich auch zum Niedrigwasser an der Punta de Maspalomas. Ja, wie jeden Tag wunderschön, das Wetter passt genau dazu, es ist nicht zu warm zum Strand spazieren gehen. Ideal. So, das Etappenziel ist wieder erreicht, die Punta de Maspalomas, und wir haben auch jetzt 9.43 Uhr schon wieder ein bisschen zulaufendes Wasser, also jetzt ist ungefähr der niedrigste Stand, wo man doch die Insel am größten hat. Und das ist später ja alles wieder unter Wasser. Ja, so weit draußen geht es sonst nicht. So, die Wolke, die hält sich hier tapfer, aber sie wird kleiner und löst sich auch schon auf. Wir hatten auch zwischendurch schon ein bisschen Sonne. Und das Rio Palas hier links von mir, das hat schon, das liegt gerade eben in der Sonne. Wir können mal rüberschwenken. So sieht das da aus. Ja, und San Agustin, da glitzert es auch ein bisschen. Da ist es ein bisschen diesiger, aber ansonsten hat man einen guten Weitblick. So sieht das aus. So, hier fließt noch ein bisschen Wasser aus dem kleinen Bach hier, aus dem kleinen See hier ab. Ja, viele Fragen, Kommentare, Informationen bezüglich Vermieten, Anmieten, Langzeitmieten.
werden häufig die gleichen Fragen gestellt. Und je mehr Bedarf da ist, desto vorsichtiger muss man sein. Deswegen mein Rat, immer eine Vertrauensperson suchen, die vor Ort ist oder im Büro hier besuchen, dass man jemanden hat, mit dem man sprechen kann und nicht nur irgendeinen Vermittler von irgendeinem Objekt, der vielleicht auch gar nicht mal vor Ort ist. Ja, ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Jetzt habe ich die Sonne im Rücken. Wir drehen uns nochmal. Und viele freuen sich jetzt auf ihren Urlaub, die haben sich schon angekündigt. Teilweise sind sie auch am Wochenende angekommen. Ja, willkommen auf Gran Canaria, und für die anderen, die jetzt nicht hier sein können, bleibt als kleiner Trost vielleicht das Video. Morgens am Strand von Maspalomas. Sind ja auch viele neu wieder im Kanal. Man sieht es, man liest es, man hört es. Teilweise die jetzt das erste Mal kommen. Auch hier wieder viel weißer Sand. Heller Sand dazugekommen. Ja, und ich gehe jetzt wieder Richtung Faro, Richtung Leuchtturm. Und mal sehen, wo es heute die Realität gibt, kann ich euch auch noch nicht sagen. Das wird sich ergeben. So, jetzt geht's erstmal zurück. Zum Ausgangspunkt. Ja, schaut euch dieses Panorama hier an. Kaum eine Welle. Ganz ruhig das Wasser. Auch die Geräuschkulisse sehr gering. Entspannender kann es nicht sein, nein. Ja, und die Farben, die sind so, nein, die sind nicht irgendwie nachträglich verändert. Das sind so Originalfarben.
Ja, und Temperaturen ideal, wenn ich jetzt überlege, was jetzt am spanischen Festland gerade für Witterungsverhältnisse waren, Temperaturstürze, viel Regenhagel, dann kann ich sagen, wir haben hier richtig Glück gehabt mit unserer Zeit in Andalusien. Auch auf Mallorca habe ich gesehen, ist das Wetter nicht ganz so gut. Da waren es gestern am Tag 18 Grad. Also können wir hier auch ganz schön zufrieden sein. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin da vorne. Ja, es sind weniger Menschen unterwegs. Ist schon auffällig jetzt seit Urlaubssaisonende, ganz klar. So, jetzt können wir noch mal hier rüber schwenken. Hier der Blick in die Berge. Ja, schon ein bisschen mehr los jetzt heute Morgen hier. Ja, Rote Kreuz ist auch schon wieder unterwegs. Also muss es etwa 10 Uhr sein. Die beziehen wieder ihren Posten hier. In der Hoffnung, dass man diese Rettungsmannschaft nie braucht. Der Motor wird nochmal gestartet, um zu sehen, ob das Gerät, das kleine Rettungsboot, auch intakt ist. Ja, und Horst hat mir gerade ein Foto geschickt. Es ist Biergartenwetter in Deutschland. Das freut mich für euch. So, und hier ist es jetzt fast wolkenlos hier vorne. Hinter mir gibt es noch ein paar Wolken. Ein paar höhere Wellen kommen jetzt auch ab und zu mal. Ja, dann ist es auch schon wieder langsam Zeit, sich zu verabschieden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Wochenstart, eine gute
und ruhige Woche. Ja, und sage dann bis später. Vielleicht zur Realität oder zum aktuellen Wetter morgen. Was dann? Vielleicht gibt es noch einen Nachtrag aus Malaga. Da habe ich noch was Schönes. Eine bezaubernde Stadt. Denk so oft dran. So, hasta luego.